Wunderschönen guten Abend zusammen. Hallo. Hallo Saarland. Hallo St. Lübeck. Hallo Welt. Einen schönen guten Abend. Grüß euch. Vielen, vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Heute präsentiere ich einen Gast. Uiuiuiui. Ich glaube, das ist so jemand, für mich persönlich ist er einer der wenigen richtig waschechten Satiriker unseres Landes. Das ist so jemand, da denkt man, das ist eigentlich alles irgendwie ironisch. Der zieht alles durch den Kakao, vor allem natürlich auch sich selber. Sollte man als Satiriker. Und es war gar nicht so einfach, ihn anzukündigen, weil ich ihn schon wahnsinnig lang kenne. Da fehlt mir einfach der Abstand. Deswegen habe ich mich erstmal einfach nur auf die Äußerlichkeiten konzentriert. Obwohl es gar nicht mehr stimmt. Ich rede gleich von seiner Frisur und eben habe ich gesehen, sie ist schon rausgewachsen, aber was soll's. Ihr wisst es, klatscht für die Frisur extra und dann freut er sich auch. Berliner Brille Bürstenschnitt. Ein Spötter, der Gitarre spielt wie einer, der zum Fürsten ritt und dessen Hof zum Narren hielt. Wo Minnesänger Liebe schwören, kritisiert er Sprach verknappt mit Melodien, die betören und im Text, der nach dir schnappt. Anarchisch, wie einst Blödelbart, manchmal auch mit Rapmusik, durchstöbert er den Trödelladen namens Bundesrepublik. Satirenummern frotzeln trotzig, wenn er Widersprüche nennt, so schnodderschneuzig, hotzenplotzig, dass die Liederküche brennt. Und wenn ihn Alltagseinerlei zum Schäumen wie ein Rührfix bringt, dann klingt's, als ob zu Reinhard May das Rumpelstilzchen Lyrics singt. Er ist eine Stand-up-Abrissbirne. Niemals artig, immer einzig und er flasht wie ein Pubquiz Hirne. Bühne frei. Hier kommt Nils Heinrich. Viel Spaß mit Nils Heinrich. Vielen Dank. Schön, dass Sie da sind an einem Tag mit großer Hitze. Ist ja nicht selbstverständlich, dass man dann noch abends irgendwie sich wohin quält. Wie viel Temperatur hatten wir heute? Wie viel Grad waren draußen? Hat sich angefühlt wie 48 Grad im Schatten. Habe ich im Internet gelesen, hier bei dem, was früher mal Twitter war und jetzt Twix heißt. Da wurde die Frage gestellt, darf man bei dieser Hitze eigentlich noch 30 Grad Wäsche aufhängen? Ich weiß es nicht. Probier es aus. Ja, jetzt sind wir hier in der Alte Schmelz. Ist der Name Programm. Eine Halle, die größer ist als das Saarland. Stimmt doch. Und es ist wahnsinnig schön, hier zu sein. Und mein Name ist Nils Heinrich, ich bin Klavierkabarettist. Und habe ein Lied mitgebracht. Ich bin froh, dass ich hier reingekommen bin. Draußen hab ich Angst, drum bin ich lieber drin. Angst vor meinem Nachbarn, Angst vor seinem Hund. Der will mich immer lecken und riecht so aus dem Mund. Angst, dass du mir Kohlrabi-Smoothie mixt. Angst, dass du mir Computerviren schickst. Angst, mein Gegenüber ist ein Schwabe. Und dann hab ich immer Angst, dass ich kein WLAN habe. Ich habe Angst. Und du hast keine, komm her, ich mach dir eine. Zuerst argumentierst du dagegen, am Ende willst du den Riegel vorlegen. Wer Angst hat, nicht zu knapp, der kauft einem alles ab. Bewegungsmelder und Zeitschaltuhr, Angst gibt einem Tag Struktur. Ich habe Angst, mein Kühlschrank wird gehackt. Ich mach ihn auf und das Bier ist weg. Wenn ich tanz, hab ich Angst, dass alle lachen. Habe Angst, dass mich Drogen süchtig machen. Drogen machen wehrlos und verwirrt. Morgens wachst du auf und bist tätowiert. Doch nicht mit Tribals oder schönen Frauen, sondern mit dem Nachtbusfahrplan von Plauen.
Dieses Lied gibt es auch im Internet und da hat jemand drunter geschrieben als Kommentar, ist ja ein sehr kleines Tattoo. Ich hab Angst vor Eistee, da ist Zucker drin. Angst vor Deo, da ist Alu drin. Angst vor Sonnencreme, da sind Nanoteilchen drin. Angst vor Mönchengladbach, drum fahr ich da nicht hin. Angst vor Nutella, da ist Palmöl drin. Angst vor Nivea, da ist Palmöl drin. Angst vor Rama, da ist Palmöl drin. Angst vor dir, in dir ist Palmöl drin. In meinem Rechner ist Geheimdienst drin, im Telefon ist meine Mutter drin und mein Laptop hat eine Kamera. Ich klapp ihn auf und er fragt, seid ihr alle da? Angst ist ein echter Renner, damit verkauft man Virenscanner und Wetter-Apps und Sagrotan und Reservierungen für die Bahn. Jeder möchte Sicherheit. Zum Beispiel, wenn es plötzlich schneit, da fällt man hin, denn es bleibt ja glatt, wenn man nur Pfefferspray und kein Streusalz hat. Andererseits, wenn man Angst hat und sich nichts traut, kriegt man schöne, straffe Gänsehaut. Angst ist ein tolles Gefühl. Wenn du Angst hast, dann machst du, was ich will. Ja. Angst ist so ein Trendgefühl dieses Jahr. Viele haben Angst vor Chaos, vor dem Zusammenbruch, vor Blackout. Wissen Sie, ich bin seit vielen, vielen Jahrzehnten Bahnkunde. Das ist mein Leben. Ich habe davor keine Angst. Bei mir ist das Normalzustand. Wenn es geregelt zugehen würde nach einem straffen Plan, dann wäre ich verunsichert. Ja? Sie haben das ja vielleicht gesehen beim Reinkommen, ich sehe auch relativ fit aus. Ich bin jetzt über 50, aber trotzdem habe ich mich ganz gut gehalten. Ja, ich bin Bahnkunde, das heißt, ich jogge regelmäßig. Und außerdem habe ich Kinder, die halten mich ja auch jung. Ich habe Kinder, ja, zwei. Also, weil ich bin seit Jahren in einer Beziehung und die eine Hälfte aus dieser Beziehung hat irgendwann gesagt, komm, lass uns mal was mit Hand und Fuß machen. Und jetzt laufen da zwei Mietnomaden durch die Wohnung. Und wegen denen werden wir tatsächlich in Diskussionen verwickelt. Es kommen wildfremde Leute auf uns zu, die sagen, ihr setzt Kinder in diese kaputte Welt. Wer seid ihr denn bescheuert? Seht ihr denn nicht, was da draußen alles abläuft? Guckt ihr kein Fernsehen? Na, setzt ihr Kinder rein. Seht ihr das nicht? Ihr müsst aber Fernsehen. Guckt ihr kein Fernsehen? Warum macht ihr Kinder? Und da haben wir dann gesagt, ja, wir haben Radio gehört. Und da hieß es, wir haben Fachkräftemangel. Und da war klar, los, ab ins Schlafzimmer. Wir machen einen Klempner. Wir müssen das Handwerk nach vorne ficken. Komm, los. Und der Erstgeborene heißt jetzt auch Klempner. Dann wird da keine Fragen aufkommen. Der Zweite heißt Fliesenleger. Und wir wissen, nach abgeschlossener Berufsausbildung kriegt er einen Plattenvertrag. Das ist doch eine tolle Sache. Und denen erzähle ich immer, dass alles gut wird. Gut wird, gut ist, alles besser ist, sowieso besser als in meiner Jugend. Wenn die jammern über irgendwas, was ihnen nicht gefällt, dann sage ich, ja, hört mal auf zu meckern hier. Ich hatte eine schlimme Jugend, ich bin in den 80ern aufgewachsen. Jeden Tag 5-mal Phil Collins im Radio. 3/4 aller seiner Hits hat der Mann geschrieben, weil er Liebeskummer hatte. Der hatte Liebeskummer, das fing 1980 an mit In the Air Tonight. Das hat er geschrieben, als er nach Hause kam von der Genesis-Tournee aus den USA und die Olle war weg. Die war abgehauen mit einem Tapezierer. Dabei war er Phil Collins.
Und da schreibt er aus Rache dieses Lied, In the Air Tonight. Mega Hit. Und so ging das weiter. Liebeskummer, Hit, Liebeskummer, Hit, Liebeskummer, Hit. Der Mann hatte durchgängig Liebeskummer und ein ganzer Planet musste 10 Jahre lang drunter leiden. Das war meine Jugend und das erzähle ich meinen Kindern, wenn die mal wieder austicken. Ansonsten sind das prima Jungs, wirklich. Ich gehe für die einkaufen. Ich bin ja selbstständig, tagsüber habe ich ja nichts zu tun. Darf ich immer einkaufen gehen, ja? Mache ich auch. Geh ich zu Edeka und gehe da einkaufen. Ich bin jetzt über 50 und ich habe dann schon gewisse Erwartungen. Ich habe ein spezielles T-Shirt, das ziehe ich nur bei Edeka an. Da steht drauf, zweite Kasse bitte. Damit von vornherein klar ist, worum es geht. Und dann, ich bin auch aus nostalgischen Gründen bei Edeka, weil da morgens 10:30 die Musik aus meiner Jugend läuft, die ich aus dem Radio aufgenommen habe. Aber nach vielen tausend Umzügen habe ich die Kassetten nicht mehr. Ja, und deswegen gehe ich jetzt zu Edeka, da läuft morgens 10:30 diese Musik. Roxette, Spending My Time, mein Motto, meine Musik. Und dann laufe ich hinter meinen Nachbarn her, die kaufen da auch ein und ich gucke, was die einkaufen. Ich gucke in die Einkaufswagen rein und gucke, was da drin liegt. Und bei Bedarf wird das korrigiert. Ja. Da landet dann was drin, was noch nicht drin war. Ja? Zum Beispiel so eine Packung Kellogg's Frosties. Ja, garniert mit einem Post-it-Zettel, auf dem steht, laut meinem Google-Kalender, den ich über Sie führe, ist Ihre Packung gestern Nachmittag 2:30 alle geworden. Hier seine neue, jemand, der es gut mit Ihnen meint. Ich will, dass sich alle sicher fühlen. Ja, ich kenne doch meine Nachbarschaft seit Corona. Da bin ich ganz viel spazieren gewesen, weil da zu Hause war plötzlich irgendwie waren Leute, die meinten, wir dürfen jetzt hier sein. In dieser freiwilligen Selbstisolation, ja. Da habe ich aber auch gesagt, wir sind keine Bürogemeinschaft, ihr seid eine Familie und staatliche Obhut ist jetzt nicht wie viel draußen umhergelaufen, haben mir die Leute angeguckt. Ja, und da habe ich die Nachbarn alle kennengelernt. Und jetzt weiß ich, wer wo wohnt, wer auch selbstständig ist, wer wann nach Hause kommt, wer mit wem verheiratet ist, wer mit wem Kinder hat, wer mit wem inoffiziell Kinder hat. Ja, und mit denen gehe ich immer einkaufen. Ich gehe übrigens auch einkaufen, um rauszukriegen, welche Krisen wir gerade haben. Ich habe seit geraumer Zeit meinen Nachrichtenkonsum ein bisschen runtergefahren, um einfach nicht kopfkrank zu werden. Ja, und ich gehe jetzt immer in den Supermarkt, um rauszukriegen, was los ist. Und das war vor knapp 2 Jahren. Da stand ich bei Edeka vor so einem leeren Regal. Und jetzt muss ich sagen, ich komme ja ursprünglich aus dem Land, was früher mal drüben hieß. Ja? Hört man mir jetzt nicht so an. Ich bin 91 von zu Hause weggezogen. Ich komme ursprünglich aus dem Landkreis Mansfeld-Südharz, hieß früher mal anders, also Sachsen-Anhalt. Ich spreche jetzt anders, ich habe mich damals operieren lassen, direkt nach der Wende, aber da, wo ich herkomme, reden alle noch so, wie ich damals gesprochen habe. Ganz viele Umlaute. Auch die Tiere, die Haustiere haben Dialekt. Die Katzen, miau, es ist der Wahnsinn. Und ich bin da aufgeregt. Ich war 18, als die Mauer. 18, können Sie jetzt mal nachrechnen. Ja? 18, als die Mauer fiel, die Grenze. Und ich habe das noch voll mitgekriegt. Deswegen kriege ich jetzt bei Edeka, wenn da so ein Regal leer ist, da wird mir warm ums Herz. Oder vor knapp 2 Jahren, da stand ich da vor dem leeren Regal und habe mir gedacht, was? Dafür bin ich 89 auf die Straße gegangen. Aber warum Öl? Warum Öl? Welche App muss ich haben, um zu wissen, was wir preppern sollen? Und warum? Was ist jetzt überhaupt für eine Krise? Und ich habe eine ältere Verwandte gefragt, die ist 41 geboren, also nicht mit 41, sondern 1941. Die hat alles mitgekriegt, die kennt sich aus. Ich habe die gefragt, du hast ja hier Krieg, Vertreibung, Steckrübenwinter, Appelfüße, kalte Füße, hast du alles mitgekriegt. Warum preppern die Leute jetzt Öl? Sag es mir. Sag es mir. Und dann sagt sie, weil jetzt alle Quark-Ölteig backen. Weil Krieg ist nebenan. Backen jetzt alle aus Solidarität Quark-Ölteig. Dazu 2 Fragen. Wieso ist der Quark dann nicht ausverkauft? Und Frage Nummer 2. Wenn Quark-Ölteig der Krisenkuchen im Kriegsfall ist, ist dann der Krisenkuchen im Pandemiefall wohl Hefekuchen?
Denn ein Jahr vorher war ja, Opa erzählt von Corona, die Hefe ausverkauft. Da wusstest du zum ersten Mal, wo die steht im Kühlregal. Nämlich da, wo die Lücke war. Da stand ich da und hab gesagt, ich möchte doch, für die Kinder möchte ich doch was backen zu Hause. Es war keine Hefe da und ich habe gedacht, ich hätte es geschafft. Ich wohne in Berlin, Schöneberg. Das ist alter amerikanischer Sektor. Westberliniger geht's nicht mehr. Um die Ecke ist das Rathaus Schöneberg, auf dessen Balkon John F. Kennedy damals gerufen hat, ich bin ein Schlawiner. Ja, also das ist auch schöne alte Bausubstanz bei uns. Kaum Bomben gefallen. Gutbürgerliches Stadtviertel. Ich dachte jahrelang, ich hätte es geschafft. Wir haben ein gutbürgerliches Stadtviertel. Wir haben keinen 1-Euro-Shop, wir haben einen 5-Euro-Shop. Unser Discounter heißt nicht Netto, der heißt Brutto. Und die Tiefkühlpizza dort, die ist nicht von Dr. Oetker, sondern von Professor Dr. Oetker. Jahrelang dachte ich, ich hätte es geschafft und dann war die Hefe all. Dabei wollte ich den Kindern noch Zimtschnecken backen. Jetzt konnte ich keine Zimtschnecken backen. Also habe ich ein Paket gekriegt von meiner Schwester, die wohnt in Leipzig, das ist DDR. Ein Care-Paket aus dem Osten. Mit 2 Zehnerpacks Trockenhefe. Also bei mir waren Zeitenwende und Doppelwumms schon ein Jahr früher der Fall. Aber es ist lange her, es ist jetzt einigermaßen überstanden. Und ich liebe meine Kinder. Kinder sind das Größte. Ich habe die absolut ganz doll lieb. Vor allem jetzt war ja kürzlich Familienurlaub. Familienurlaub, das ist so schön. Du gehst mit denen wandern im Wald, da stehen die ja total drauf. Du wanderst vor dich hin und irgendwann stellst du fest, du wanderst alleine. Und da hinten, da wo der Wanderweg abknickt, an der Erdkrümmung, da steht so ein kleiner Schatten, ein Männlein steht im Walde, ganz stumm und still. Und du rufst dem Männlein zu, ey! Hörst du mich? Und das Männlein antwortet ganz leise, kein Empfang, nur ein Balken, Auto. Dann rufst du, erzähl keinen Mist, schwing dein Hintern hier rüber, wir wollen jetzt zurück in die Ferienwohnung, die wir nur wegen dir in den Schulferien mieten können, wo sie 500% teurer ist als sonst. Warum? Weil der Markt alles regelt. Bedank dich bei deiner Mutter, die hat den Lindner gewählt, weil sie die freshen Fotos auf seinen stylischen Postern so toll fand. Und jetzt komm her! Hey, da wirst du als Erziehungsberechtigter zum Bittsteller. Ich habe so viele gebrochene Eltern schon gesehen, abends auf den Spielplätzen im Viertel, die mit ihren Fingern an den Rutschen gekratzt haben und darum bettelten, endlich nach Hause gehen zu dürfen. Nur noch 500 Mal rutschen, nur noch 500 Mal rutschen. Ja, das ist so toll. Kinder, aber ich bin für die da und ich bemühe mich jetzt auch, für die noch besser da zu sein, also noch besser einzukaufen. Es gibt ja jetzt überall Biomärkte, das ist ja ganz normal geworden jetzt. Es ist nur 25 Jahre ungefähr her, da hießen die Biomärkte noch Reformhaus. Da sind nur die Mutigsten reingegangen, die Rüdiger Nebergs unter uns, die Pioniere, die das alles nach vorn gebracht haben. Das Reformhaus war im dunkelsten Viertel der Stadt. Eine finstere Höhle, in der es nach Mäusekot roch, der schon alleine laufen konnte und nach Getreide, was sich selbst verdaut. Und nach dem Brottrunk, von dem sich die Inhaberin hauptsächlich ernährte, was du riechen konntest, wenn du beim Bezahlen in ihrer Fahne standest.
erhellt notdürftig durch eine Rindertalgkerze. Aber diese Zeiten sind vorbei. Biomärkte sind helle, freundliche, große Supermärkte mit unfassbar vollen Regalen. Und da gehe ich jetzt hin und kaufe ein für die Kinder, um den Planeten zu retten, natürlich. Und ich kaufe gern das Obst dort. Also ich hatte kürzlich einen schrecklichen Albtraum. Ich bin schreiend aufgewacht. Ja, ich hab geträumt im Schlaf, dass ich nach Neuseeland geflogen bin, um dort im Supermarkt Äpfel aus Südtirol zu kaufen. Und schreiend aufgewacht. Dann wurde mir wieder klar, stimmt ja gar nicht, ich kaufe ja die Äpfel von hier aus der Region. Ja, die sind toll, die sind super. Gut, manchmal hast du so einen Ausreißer dabei, der ist dann so ein bisschen schrumpelig und hat so kleine wurmstichige Stellen und dann sieht er aus wie so ein 100-Jähriger, dem man die Piercings rausgedreht hat. Aber egal, manchmal haben die auch ganz kleine braune Flecken. Nicht oft, aber manchmal ganz kleine braune Flecken. Auf die braunen Flecken rede ich dann beruhigend ein, weil man ja weiß, dass in den kleinen braunen Flecken die besorgten Bürger wohnen. Mit denen soll man immer reden. Ich rede also um Biomarkt mit Bioäpfeln. Die anderen korrekten Bioladenbesucher hauen immer schon ab, wenn der bekloppte Apfelflüsterer um die Ecke biegt. Aber das ist mir egal. Ich mach's für die Kinder. Aber auch in letzter Zeit, um zu helfen. Ich bin ja, wie gesagt, ich bin jetzt 52. Das ist so ein Alter, wenn du einen Mietwagen bestellen willst im Internet. Ich hab kein Auto. Ich wohne in Berlin, da brauchst du kein Auto. Berlin, öffentlicher Nahverkehr, top. Ass rein. U-Bahn fährt alle 3 Minuten. Ja, aber trotzdem gibt es auch in Berlin Leute, die der U-Bahn hinterherrennen, weil die nächste kommt ja erst in 3 Minuten. Aber da brauchst du kein Auto. Ja, in Berlin. Das mache ich halt. Und ich helfe da Menschen, die nicht mehr weiter wissen. Also ich mit meiner Lebenserfahrung. Ich hab wirklich Lebenserfahrung. Also wenn du im Internet dieses Auto mieten willst und dann wirst du nach deinem Geburtsalter gefragt und dann kommt dieses Roll-Down-Menü. Und in meinem Fall dauert es so lange, bis ich mein Jahr gefunden habe, dass ich in der Zeit eine Miniserie auf Netflix gucken kann. So lange bin ich schon da und ich habe viel erlebt, ich weiß viel, ich habe mir auch ganz viel angelesen und das ist so viel Wissen in mir, dass ich kaum noch jemanden finde, der abends mit mir weggehen will, weil ich das dann alles erzähle. Das will keiner hören. Deswegen stelle ich mich jetzt in den Biomarkt und warte auf Opfer, denen ich weiterhelfen kann. Und ich werde fündig. Denn es gibt in letzter Zeit häufig, ich sag mal, Geschlechtsgenossen, die von ihrer besseren Hälfte losgeschickt werden mit dem, ich sag mal, diplomatisch Befehl, kauf ein Glas einfachen Naturjoghurt im Weiß, das schaffst selbst du, toi, toi, toi. Und dann tapern die los und stellen keine Rückfrage. Und das ist verhängnisvoll. Warum stellen die keine Rückfrage? Weil es wird gesagt, kolportiert, dass Männer im Verlauf einer langen Ehe immer weniger reden. Dummes Gerücht, das stimmt nicht. Die reden genauso viel wie am Beginn dieser Ehe. Das meiste allerdings nur noch in Gedanken. Die wollen keinen Stress, die wissen, dass sie vor ihr sterben und bis dahin wollen sie ihre Ruhe haben. Und deswegen stellen sie keine Fragen mehr. Und das ist fatal. Die tapern dann los und dann Auftrag ist klar, ein Glas einfachen weißen Naturjoghurt. Aber Freunde, wir leben im Jahr 2023. Und das Milchregal, das Kühlregal für Milchprodukte im Biomarkt ist mittlerweile größer als im Flixbus. Und die ersten 5 Sitzreihen sind voll mit einfachem weißen Naturjoghurt im Glas in verschiedenen Sorten. Mehr Sorten, als es Randgruppen gibt. Ich habe mir mal ein paar Sorten gemerkt. Was haben wir da? Wir haben CO2-neutral. Regional, stichfest, hieb- und stichfest, gerührt, extrem gerührt, empathisch, Joghurt von veganen Kühen, Joghurt eines sich selbst verwaltenden feministischen Kuhkollektivs aus der Uckermark und Joghurt von Kühen mit Methankatalysator.
Und daneben steht noch der Soja-Joghurt. Für Menschen, die keine Milchprodukte mehr essen wollen, sollen, dürfen, die einfach keinen Bock mehr drauf haben oder das nicht vertragen. Völlig in Ordnung. Nur heißt dieser Soja-Joghurt nicht mehr Soja-Joghurt. Denn es gab vor einigen Jahren einen Erlass aus Brüssel vom Europäischen Molkereigerichtshof. Und da stand drin, nur noch Produkte aus Milch dürfen so heißen wie Produkte aus Milch. Seitdem heißt Reismilch nicht mehr Reismilch, sondern Reisdrink. Ja, es gibt auch Mandeldrink, Macadamia-Drink, Dinkeldrink. Ja, Sachen, die stauben, kann man jetzt trinken. Vielleicht hilft uns das weiter. Ich hoffe es. Ich stand jetzt völlig begeistert von der Tetrapack-Tüte Roggendrink. Jahrelang dachte ich, das wäre Nordhäuser Doppelkorn. Aber nein, ich habe mich... Roggendrink. Das schüttest du dir in deinen Gerstenkaffee, dann trinkst du Mischbrot. Ist doch eine feine Sache. Ja, und dann halt Sojajoghurt. Ne? Der nicht mehr Sojajoghurt heißt. Aber darum ging's ja, geht's ja auch nicht. In diesem Dekret aus Brüssel, witzigerweise, stand das Wort Milch kein einziges Mal drin. Sondern für Milch haben sie einen anderen Begriff verwendet. Und zwar Drüsensekret. Sachlich richtig, aber unlecker. Also ich möchte nicht gefragt werden, Schatz, möchtest du ein Stück Drüsensekret, Schokolade? Nein, kannst du für dich behalten. Ja, aber darum geht's auch gar nicht. Es geht um die Männer, die jetzt wie paralysiert vor diesem Kühlregal stehen und nicht mehr weiter wissen. Sie wackeln hospitalisiert vor und zurück, sehen diese vielen Joghurtgläser und wissen nicht, für welche Sorte sie sich entscheiden sollen. Sie wissen nur eins, egal für welche Sorte Sie sich entscheiden, es wird die falsche sein. Und da komme ich ins Spiel. Der Mann aus der Vergangenheit, mit der Lebenserfahrung, geboren aus Mangel und leeren Regalen. Ich komme ja von früher, ich habe Zahnfüllungen aus zwei verschiedenen Gesellschaftsformen im Mund. Die erzeugen Strom. Wenn ich mein Smartphone aufladen muss, beiß ich rein. Ich bin autark. Atomausstieg, mir egal. Ha! Ich bin für erneuerbare Energien. Natürlich, vielleicht kommen die irgendwann mit einer neuen Erfindung um die Ecke. Vielleicht gibt es irgendwann so kleine Nanodynamos, die man sich in die Haut einpflanzen kann, die bei Bewegung Strom erzeugen. Das ist doch paradiesisch. Die Bundesliga wird Stromerzeuger. Wird Energielieferant. Ja? Jeder Jogger kann dann sagen, ich bin zwei Windräder. Ja? Und wenn der Sohn vom Papa abends dabei erwischt wird, wie er sich fröhlich einen von der Palme wedelt, kann er sagen, Papa, lass mich! Ich pumpe gerade das Land nach vorn. Ohne mich wäre Frühling im Kühlschrank. Ja? Da bin ich dabei. Und da kann ich auch helfen. Denn ich komme aus so einer Gegend, wo du früher nur an geraden Wochentagen Joghurt im Supermarkt, in der Kaufhalle gefunden hast. An ungeraden Tagen war kein Joghurt da. Aber wenn du an einem ungeraden Tag Bock auf Joghurt hattest, hattest du Pech. Also es gab keinen zu kaufen. Dann musstest du ihn dir selber machen. Aus der Milch, die da war. Die war weder homogenisiert noch pasteurisiert. Die hat gelebt. Wahrscheinlich hat die auch eine Stasi-Akte über mich geführt. Zuzutrauen wäre es ihr. Ja, da hast du reingespuckt. 3 Sekunden später war es Joghurt. Der war mit dir verwandt, war Bio und hieß Ronny. So geht's auch. Und da sage ich den Männern, Mensch, wenn ihr euch jetzt nicht entscheiden könnt für den Joghurt, hört auf, diesen Joghurt Kontrolle über euer Leben zu gewinnen. Geh nach Hause, mach was Sinnvolles mit deiner Freizeit. Du hast nur noch wenig Freizeit. Viele wollen was davon abhaben, um sie in Werbegelder zu verwandeln. Guck einfach mal rein in die Netzwerke. Die wollen alle deine Freizeit, um Geld damit zu verdienen. Hör auf damit, deine Freizeit hier zu vergeuden. Mach dich nützlich. Geh nach Hause, guck Serien. Man weiß ja sonst gar nicht mehr, worüber man sich mit den Freunden unterhalten soll. Ja, und du kommst mit dem Seriengucken auch gar nicht hinterher. Weil so viele da sind und die Freizeit wird immer weniger. War in meiner Jugend auch anders. Ich hatte viel Freizeit und nur eine Serie. Die ist Testbild. Ich habe alle 11 Staffeln durch. Aber das ist lange her. Ich lebe im Hier und Jetzt. Bin großer Musikfreund und als großer Musikfreund war ich natürlich auch in diesem Sommer auf allen möglichen Open-Air-Sausen, Festivals, Stadionkonzerten. Ich gehöre zu der Altersklasse, die sich die Tickets leisten kann.
Ja? Und da stehe ich da im Stadion. Ich glaube, ich war auf 3 Konzerten allein im selben Stadion am selben Tag. Und dann stehe ich da und gucke in die Richtung, in der ich die Bühne vermute und versuche, was zu sehen. Ich glaube, die Band steht auf der Bühne. Vor mir steht ein Riesenhühne, auf seinen Schultern seine Ische. Ich seh etwas durch eine Nische. Was seh ich da? Ich glaub es kaum. Ich seh das Bühnendach, ein Traum im Bühnennebel, schön verschwommen. Dafür bin ich heute hergekommen. Die Band kann ich auf Displays sehen, weil alle mit dem Handy drehen. Die Leute fühlen sich sonst geprellt. Sie wollen was sehen für ihr Geld. Doch nicht alle Mittelalten können ihr Handy mit sich halten. Der neben mir filmt statt der Gruppe in 4K seine Fingerkuppe. Stuttgart, München und Heilbronn hören Musik im Stadion, wo sie den Schiri sonst verfluchen, ist Friede, Freude, Eierkuchen. 30.000 Hardcore-Fans, Thomaner Chor aus Hooligans, was in dieser Riesenschüssel klingt, als ob ein Schlachtschiff singt. Hier gibt es welche, die viel saufen, die müssen sich T-Shirts kaufen, damit sie in 7 Jahren wieder wissen, wo sie waren. Im Mai 2023, Hamburg, Open Air mit Danzig, auf welchen Live-Shows ich schon war, das macht mir mein Körper klar. Die Narbe an der Stirn hier vorn, erste Reihe Nürnberg-Korn. Fühl mal hier der Schienbeinknochen, Kraftklub Chemnitz, Bein gebrochen. Hab ein Stechen in mein Nacken, hab den Specht gemacht in Wacken. Ohrläppchen hängt auf 2:30, Moshpit bei Reinhard May. Ey, neue Lieder würden stören. Wir wollen die Alten hören, wofür man vor allem schwärmt, wenn sie wieder aufgewärmt. It's my life, set but true. Alkohol, November Rain. Wir machen alles, was sie wollen. Sie wollen unsere Hände sehen. St. Ingbert, zeigt mir eure Hände. Wo sind eure Hände? An den Handgelenken sind eure Hände. Es ist der Wahnsinn. So viele Hände und so viele Lebenslinien. Macht sie bitte wieder runter. Dass Menschen Hände zeigen sollen, kennt man von Polizeikontrollen. Sind die Hände leer und blank, ist alles sicher, Gott sei Dank. Nachdem wir Eintrittszechen waren, sollen wir Handflächen offenbaren, damit die Band da oben checkt, ob vielleicht noch ein Schein drin steckt. Wir holen hier unterm Stadiondach heute unsere Jugend nach. Erinnerung ans erste Weed, präsentiert von Calgonit. Der Sänger weiß den Text nicht mehr, er dreht sein Mikro zu uns her. Dann singen wir die Grütze halt, dafür haben wir bezahlt. Ey, und sie haben uns gerockt und sie haben abgeliefert, weil der Sänger nicht mehr hochkommt. Spielen sie alle Lieder tiefer. Wir sind jung, wir sind betrunken und gleich ziehen wir uns nackig aus. Dann noch ihr letztes Lied, ihr größter Hit, ihr einziger Hit. Und wir fahren zurück in unser Reihenhaus. Punk. Ich bin ja völlig verblüfft, weil du siehst den Leuten heute ihr Alter gar nicht mehr an, weil die alle so frisch aussehen. Wenn ich das Kind aus der Kita hole, dann weiß ich nicht, sind das jetzt Eltern oder Großeltern? Die sehen aus wie Fitnessmodells. Weil die Lebenserwartung, die steigt ja, sie ist jetzt schon 10 Jahre höher als in den 80ern. Lebenserwartung. Und die Leute ernähren sich zunehmend gesund, saufen nicht mehr so viel, rauchen nicht mehr so viel. Ne? Also sie sehen unfassbar jung aus. In meiner Jugend. Ich erzähle jetzt öfter von früher. Ich darf das. Früher gehört zu meinen Lieblingsvokabeln. Früher! Ja? Aber Ü30-Party ist für mich auch Embryo-Schubsen. Früher!
Leute, also die Eltern in meiner, als ich Kind war, die Eltern, die ich da gesehen habe, die sahen aus wie Eltern. Ja? Die hatten Bierbäuche, Wasser in den Beinen, Bartschatten, auch die Männer. Und die Mütter hatten alle einen Dutt. Ja? Heute haben ihn die Väter. Und dann, weißt du, und dann ist auch so eine Geschichte mit Körperschmuck, das ist ja mittlerweile auch weit verbreitet. Als ich Kind war, damals in diesem abgeschotteten Gehege da drüben, ja, wo es kaum Kriminalität gab, wenn ich da mit meiner Mama an der Hand unterwegs war und uns kam ein Tätowierter entgegen, da haben wir sofort die Straßenseite gewechselt. Meine Mama hat gesagt, der war im Knast, der ist tätowiert. Ja? Der hat Leute umgebracht mit bloßen Händen. Komm, wir gehen rüber auf die andere Straßenseite, da sind wir in Sicherheit. Der ist tätowiert! Mörder! Ja? Weil er hier so ein Kreuz hatte am Innenarm. Das hat ihm der Zellenkumpan reingetackert mit Hammer und Kuli. Ja? Drüber Mutti mit 8T. Ja? Und dann hat er unterm Auge noch die Träne gehabt. Das Auge war nicht mehr drin, ja? Aber die Träne war noch da. Das war tätowiert, war gefährlich, meine Mutter gesagt. Ja? Aber heute... im Jahr 2023. Ich wohne in Berlin. Ich bin der einzige Depp, der nicht tätowiert ist. Ja? Das ist mittlerweile Mainstream. Das ist in der Mitte der Gesellschaft längst angekommen. Und ich finde es schön. Das sieht super aus. Ich meine, das ist so normal. Du kriegst ja ohne Spinnenweben am Hals nicht mehr einen Job in der Friedhofsverwaltung. Das ist völlig, völlig normal geworden. Und hier sitzen bestimmt auch ein paar. Und ich finde das ja schön, weil ich mir das sehr, sehr gerne angucke. Und deswegen liebe ich auch die Sommer, die jetzt immer wärmer werden. Weil es wird ja so warm, dass auf dem Spielplatz, wenn ich den Eltern dabei zugucke, wie sie ihren Kindern beim qualifizierten Spielen zugucken, die Eltern haben fast nichts mehr an, weil es so heiß ist. Ja, und wir wissen ja, wir sind ja alle Physiker. Wir sind nicht nur Bundestrainer, wir sind nicht nur Bundeskanzler, wir sind nicht nur Epidemiologen, wir sind jetzt auch alle Physiker. Und deswegen wissen wir, dass der Klimawandel auch für den menschlichen Körper nicht, also das ist nicht zu spaßen. Ja? Weil warme Luft speichert viel Feuchtigkeit, sehr viel Feuchtigkeit. Und wenn die so gesättigt ist mit Feuchtigkeit, dass sie gesättigt ist, dass sie aufstoßen muss, dann kann der Schweiß auf deiner Haut nicht mehr verdampfen. Weil wo soll er hin? Ist ja schon genug Feuchtigkeit in der Luft. Ja? Und dann kühlt aber deine Haut nicht mehr runter und dein Körper auch nicht. Ja, aber bei 42,6 Grad flockt auch das Eiweiß in deinem Körper aus. Und dann kippst du um, bumm, und über dir steht der Klimawandel und sagt, ja, ich habe auch nicht an dich geglaubt. Ja? Und man versucht, sich die Klamotten vom Leib zu reißen und sich runterzukühlen. Und dann sehe ich halt diese ganzen Tattoos, schön, vor allem die hinten drauf auf dem Rücken, die haben sie ja für mich machen lassen. Ich bin ja der das sieht. Ja? Und da freue ich mich drüber. Und dann überlege ich mir, Mensch, was haben diese Eltern, das sind ja jetzt alles Erziehungsberechtigte, oder Großeltern, was haben die noch so für Körperschmuck? Haben die vielleicht subdermale Implantate? Das ist so aus der Techno-Ära. Auch schon wieder fast 30 Jahre her. Aus der Techno-Ära, subdermale Implantate, da hat man sich so Eisenschmuck unter die Haut verpflanzen lassen. Gibt es bei der Google-Bildersuche unwahrscheinlich schöne Resultate. Müssen wir mal angucken. Für einen Darkroom im Techno-Club war das damals. Subdermale Implantate. Wunderbar. Die hast du nicht gesehen, die hast du eher so gefühlt im Darkroom. Da hast du aneinander, man hat sich aneinander gerieben. Irgendwann rastete es ein. Dann wusstest du, ich bin verkuppelt. Ja? Und wenn dir kalt war, hast du dich kurz auf ein Induktionsherd gelegt. Das ist doch eine feine Sache. Und dann denken wir, was haben die noch? Haben die Piercings? Und das ist eine sehr alberne Frage, weil wer hat heute keine Piercings? Ja, jeder Schulhausmeister hat Schlüsselringe in den Nippeln und da sind die ganzen Schlüssel für das ganze Schulgebäude dran, damit er besser an die hohen Türen rankommt. Das ist doch völlig normal. Ja, völlig normal geworden. Oder Intimschmuck, was haben diese Eltern, was haben die? Intimschmuck, natürlich haben die Intimschmuck. Sie, die Mutter, hat vernickelten NATO-Draht in den Schamlippen. Sie ist überzeugte EU-Bürgerin und Friedensnobelpreisträgerin. Und das da unten ist ihre Außengrenze. Und er hat sich ihre Initialen in Paulus Piercing Point auf die Testikel brutzeln lassen. Ja? Aber das Kind darf nur mit Helm auf die Wippe. Das finde ich so schön. Da gucke ich so gern zu. Und ich weiß, ich werde noch eine Menge Spaß dran haben, denn ich werde sehr lange leben. Ich gehe nicht, guck hier, als 80-Jähriger kriegst du unter Umständen keinen Job mehr, aber du kannst immer noch US-Präsident werden. Ja? Die gehen einfach nicht mehr weg. Wir Alten, wir bleiben.
immer länger da. Wegen der, weil wir medikamentös so gut eingestellt sind. Ja? Wegen der Medikamentenrückstände im Leitungswasser. Ja? Wegen der Hormone in der Wurst und wegen der leckeren Backtriebmittel in den Fertigcroissants vom Backhaus. Ja? Und dann, wir haben vielleicht Krankheiten, wissen aber nichts von denen. Wir stolpern weiterhin durch die Gegend und bringen uns ein, ja? Sind aber multimorbide. Schöner Begriff, habe ich jetzt kürzlich gelesen, multimorbide. Das ist, wenn du ganz viele Krankheiten hast, aber das nicht mehr merkst. Dann bist du multimorbide. Ein Freund von mir hat gesagt, die Apothekerin seiner Mutter hätte das jetzt gesagt, als er da wieder Tabletten geholt hat. Er fährt da zweimal wöchentlich hin mit einem kleinen Laster, um Tabletten für seine Mutter abzuholen. Und da hat die Apothekerin vor längerer Zeit gesagt, ja, ihre Mutter, die ist ja ganz schön multimorbide. Ja, jetzt, die Mutter ist immer noch da. Die Apothekerin nicht mehr. Haushaltsunfall. Dann lieber multimorbide. Als Kind fing es an mit verschorften Ellenbogen. An den Beinen hat mich Bernd über den Spielplatz gezogen. Als der Schorf abging, schob ich ihn mir ins Gesicht und knabberte ihn weg. Denn wir hatten ja nichts außer Läuse, Mumps und Karies im Zahn. Im Gegensatz zu mir haben Bakterien einen Plan. Zahnarzt, Bohren, Blei in die Fresse. Ohne Betäubung, eine Stunde nichts essen, Pubertät. Streuselkuchengesicht für braunen Schnaps offen, dann völlig dicht. Disco-Nächte, Red Bull verleiht Flügel. Heute habe ich meine Ohren nur für die Brillenbügel. Meniskus ausgeleiert, Riss in Kreuzbandschnalle. Meine Knie. Sie wollen, dass ich falle, doch ich kenne den besten Doc zwischen Rostock und Halle. Mein Homöopath hat Kugeln für euch alle. Multimorbide, multimorbide, die Natur ist rigide, das geht jetzt rapide, halb invalide. Ab ist der Lack, Zuckerwatte am Sack. Ich war schon dabei, da warst du noch ein Ei. Deine größte Angst ist, ich bin nackt, denn du weißt nicht, wie man einen Fluchtkoffer packt. Du hast Angst vor Masken und Spritzbesteck. Ich wuchs auf mit Dieter, Thomas, Heck. Ich sah, wie Tilly ihre Hände ins Spüli dippt. Ich hab mir Milch mit Becquerel in den Hals gekippt. Ich sah, wie Breschnew mit Zunge Honecker küsst. Chromdioxidkassetten, weißt du, was das ist? Multimorbide, leicht schizoide. Ich schluck Benzamide und dann roll ich wie die Tide durch deine Street. Ey, multimorbide, altersfrigide. Wenn dein Blut siedet, guck ich zu dir rüber und du wirst müde. Was ist das? Ist das dein Orgasmusgesicht oder hast du gerade einen Herzinfarkt? Ich bin flüssiger als die herrschende Klasse, wenn ich nachts dreimal raus muss und laufen lasse. Zahnstein, Gallenstein, depressive Phasen, Nierensteine, Steine in den Blasen. Andreas, Ronny, Sören und Gerd, wir sind die letzte Reihe beim Rammstein-Konzert. Gegen mich helfen nicht mal mehr Herbizide, ich bin der Endgegner. Ich bin multimorbide, ein Androide aus Verklärung und Flatrate. Im fünften Stock der Alterspyramide, sei lieb zu mir, hol dem Papa ein Bier. Die nächste Wahl entscheiden vermutlich wieder wir. Alles wird gut, vielleicht ja auch hier. Wir brauchen nur Bier. Das war's von mir. Vielen Dank. Dankeschön.